klar, hast du wieder eingeschaltet. In meinem letzten Video habt ihr ja schon gesehen, dass ich mich auf eine Reise begeben werde für 3 Wochen nach Hawaii mit dem Rucksack. Und ich habe euch im letzten Video gezeigt, was ich denn so packe in meinen Hauptrucksack, den ich dann auch beim Flughafen abgeben werde. Aber im heutigen Video, wie versprochen, zeige ich euch, was so in meinem Handgepäck drin ist und was ich tragen werde, wenn ich fliege. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt und euch dafür interessiert, was ich denn so in meinen großen Rucksack reinpacke, ich verlinke euch das Video gerne beim i und unten in der Infobox, aber jetzt zeige ich euch, was in meinem Handgepäck drin ist. Kleine Vorwarnung, natürlich ist in meinem Handgepäck sehr viel drin, was man nicht drin haben würde, wenn man nicht hauptberuflich Content Creator ist, aber ich möchte auf Hawaii einfach recht viel filmen, Fotos machen, Content produzieren und deswegen habe ich auch so viel Elektronik mit in meinem Handgepäck und außerdem ist auch recht viel in meinem Handgepäck, was ich einfach nicht ins Hauptgepäck geben wollte, weil ich zu viel Angst davor habe, dass mein Hauptgepäck verloren geht und dass dann die Sachen, die mir richtig, richtig wichtig sind, da drin waren oder so. Deswegen packe ich die wichtigsten Sachen, die ich nicht verloren haben will, auch ins Handgepäck. Ich glaube, ich zeige euch erstmal, was ich beim Flug anhaben werde. Das sind die Sachen, die ich beim Flug anziehe, in erster Linie, weil es ja noch Winter ist und weil es kalt werden wird, ich aber keine Winterjacke anziehen möchte, weil ich die natürlich dann dort nicht brauchen werde. Jetzt habe ich mir gedacht, ich ziehe ein bisschen mehr Schichten an und das Ganze ist natürlich dann auch nicht in meinem Rucksack und ich spare mir Gepäck. Am meisten werde ich auf der Reise wahrscheinlich meine Doc Martens anziehen, weil ich die einfach am bequemsten von meinen Schuhen finde und die auch zu jeder erdenklichen Möglichkeit gut passen. Also egal, ob das Sommer ist oder Winter ist, man kann die einfach immer anziehen. Das hier sind jetzt die veganen Doc Martens. Ich verlinke euch gerne alles von dem Video, was ich finden kann, unten in der Infobox. Und ja, die hätten halt nicht ins Gepäck reingepasst, deswegen ziehe ich die halt gleich im Flieger an. Dann werde ich meine Regenjacke anziehen. Die hier ist von Ragwear, ist eine super Marke und ich bin mir sicher, dass ich mindestens einmal eine Regenjacke brauchen werde und die hält mich auch warm auf dem Weg zum Flughafen. Dann habe ich eine Jacke, die nicht allzu dick ist, aber auch nicht allzu dünn und darunter ziehe ich hier meinen mintblauen Pullover an, also mein Hoodie, den kennt ihr ja von voll vielen Fotos, die ich gepostet habe. Das hier ist jetzt ein Puma Hoodie aus dieser Eco Collection und dann habe ich noch von People Tree UK eine Jogginghose, das ist einfach so eine schwarze Jogginghose, ist einfach am bequemsten zum Reisen. So ein typisches Untershirt von Armed Angels, was ich eh fast immer drunter anhabe. Und dann noch eine Cappy mit Keep the Oceans Clean and the Animals Safe. Natürlich werde ich auch Unterwäsche drunter anziehen, aber die muss ich ja jetzt hier nicht unbedingt zeigen. Mein Handgepäcksrucksack wird hier dieser GoPro-Rucksack sein und ich habe am Anfang überlegt, ob ich nicht eine Strandtasche einfach als Handgepäck nehmen soll, weil es dann einfacher ist, den anderen Rucksack zu tragen, weil 2 Rucksäcke tragen ist halt schon ein bisschen scheiße, aber ich habe halt wirklich so viel Equipment dabei, dass ich fast einfach einen zweiten Rucksack nehmen muss und da ist halt der am praktischsten, weil der auch nicht so schwer ist und da am besten das Equipment zum Verstauen ist. Hier oben ist halt auch einfach extra eine Tasche für die Vlogging-Kamera und halt so, da ist noch ein Snippet von einer Mana-Schnitte. Tja, da sieht man mal wieder meine Preferences. Okay, da kann man halt einfach voll viel Equipment drin verstauen und den mag ich gerne. Also wird es wahrscheinlich der werden. Richtig praktisch ist es halt, wenn man eine Bauchtasche hat und ich habe hier die von Patagonia und da gebe ich all die Sachen rein, die ich immer gleich bei der Hand haben möchte. Also zum Beispiel mein Handy, hier meine Kopfhörer von Wawa. Die verlinke ich euch auch unten, die sind richtig, richtig gut. Die sind halt mit Bluetooth zum Verbinden und gar nicht irgendwie kompliziert oder so. Dann habe ich hier noch die, damit ich am Laptop schneiden kann. Meine Geldbörse von Freitag, die machen auch Recycling-Zeug, also die machen mit so LKW-Planen Rucksäcke und alle möglichen Taschen, also ich feiere Freitag richtig. Dann habe ich hier meinen Pass, Reisepass, Impfpass und mein Visum. Meinen Haustürschlüssel, also den brauche ich natürlich unterwegs nicht, aber sicher, wenn ich den an meinem Körper habe und mein Handy. Und die Hülle habe ich hier vom Pela Phone Case. Ist jetzt schon ein bisschen schmutzig, aber ich finde sie trotzdem noch schön. Da könnt ihr auch mal gern vorbeischauen, ist hier keine Werbung. Aber ich finde das richtig cool, weil die aus Flachs, also kompostierbar, sind. Und wenn die mal hässlich wird und ihr die nicht mehr braucht, dann könnt ihr die einfach auf den Kompost schmeißen. Also wie cool ist das denn bitte? Ja, das sind die Sachen, die ich immer gleich griffbereit habe und alles, was jetzt kommt, mache ich in den Rucksack. Wie zum Beispiel hier mein Bullet Journal und das Zeug, was ich halt zum Journalen brauche. Das hier sind wirklich die Essentials für mein Bullet Journal, weil den Stift, den brauche ich halt, um so zu schreiben, den für Überschriften, den dafür Sachen, die, wo ich mir nicht sicher bin, zum Wegradieren und ein Washi-Tape zum Unterstreichen. Ja,
Ich nehme ein Washi-Tape mit. Ich nehme das Bullet Journal jetzt nicht mit, um da irgendwie beruflich was zu planen oder so, sondern um Tagebuch zu schreiben, meinen Kopf leer zu bekommen, alles niederzuschreiben und dann im Nachhinein eine schöne Erinnerung zu haben, wo ich halt niedergeschrieben habe, was wir so gemacht haben. Bei meiner Sonnenbrille bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die überhaupt mitnehme. Ich hatte jetzt schon mehrere Reisen, wo ich die Sonnenbrille gar nicht gebraucht habe. Ich mag es einfach total gerne, wenn mein Gesicht gebräunt wird und ich keine Sonnenbrille trage. Dann will ich im Handgepäck unbedingt auch meine Zahnbürste und Zahnpasta haben, weil unser Flug schon sehr lange ist und ich dazwischen drin sicher mal meine Zähne putze. Ich habe hier die Bambuszahnbürste von Hydrophil, die ich immer verwende, und eine B12-Zahnpasta von Santé. Dann hier mein Handy-Ladekabel, auch ganz wichtig. Hier habe ich solche Steckdosenstecker, damit ich mit meinen Steckdosen aus Europa auch die in der USA verwenden kann. Ein Akkupack, um unterwegs mein Handy aufzuladen, wenn ich keine Steckdose habe. Das da war wirklich so ein Life-Changer für mich. Ich habe das irgendwie vor 2 Jahren noch gar nicht gekannt, dass man seinen Akku unterwegs ohne Steckdose laden kann. Ich war so, oh mein Gott, wie mindblowing ist das denn? Und dann auf einmal waren das total viele Werbegeschenke und ich hatte so 10 von denen zu Hause, habe alle verkauft, jetzt habe ich nur noch den einen. Der reicht circa für, ja keine Ahnung, 3 Ladungen, reicht mir. Meine Edelstahl-Trinkflasche, da habe ich mir oben einen Karabiner drauf gemacht, damit ich das außen auf meinen Rucksack drauf machen kann. Dann habe ich nicht so viel Platzverbrauch. Damit das ganze Kabelzeug, was ich euch gleich zeige, nicht wahllos im Rucksack herumfliegt, werde ich das hier in diese Tasche reingeben, wo ich normalerweise früher mein Make-up reingetan habe. Jetzt gebe ich da meine Elektronik rein. Ja, man muss Prioritäten setzen. Hier unten habe ich mein GoPro-Equipment, also die GoPro mit so einem ausfahrbaren Griff, also dass man dann auch so aus dem Auto filmen kann und so Zeug. Ich habe auch noch anderes Equipment für die GoPro, aber ich will einfach nicht übertreiben und nicht zu viel mitnehmen. Das hier ist der Akku, also die Ladestation. Dann nehme ich auch hier noch meine Vlogging-Kamera mit. Da habe ich hier die Sony RX100 und dann noch 2 Akkus mit dazu. Also die ist einfach praktischer, wenn ich unterwegs bin, dass ich nicht immer die Spiegelreflex dabei haben muss. Aber ich werde wahrscheinlich eh zum Großteil die Spiegelreflex mitnehmen, weil ich will eh dieses Zeug nicht in einem Hostel oder in einem Zelt liegen lassen. Also weiß ich nicht, inwiefern das Sinn macht, aber ich werde es dann eh sehen. Dann für meinen Laptop, den ich mitnehme. Ja, ich nehme auch meinen Laptop mit. Ich habe sehr lange überlegt, aber ich werde den mitnehmen, weil ich werde unterwegs auch ein bisschen schneiden wollen und arbeiten wollen, weil wir sind ja doch 3 Wochen unterwegs. Und weil ich eben dieses coole Teil hier gefunden habe, nämlich so einen Portable Hotspot, also mit dem habe ich halt Wi-Fi überall. Da brauche ich nur am Flughafen eine SIM-Karte wechseln und dann kann ich damit ins Internet. Ich habe hier übrigens diesen SIM-Kartenstecker, also wo ich mein Handy auch damit aufmachen könnte, falls ich es brauche, habe ich auch in der Bauchtasche drin. Genau, und dann habe ich mein Aufladegerät für meinen Laptop, eine externe Festplatte, um da Sachen drauf zu speichern. Mein Selbstauslöser, weil falls ich halt Videos drehe, brauche ich meinen Selbstauslöser, um Videos auf der Spiegelreflex zu drehen. Übrigens nehme ich die Spiegelreflexkamera auch mit. Ich habe die Canon EOS 77D und die werde ich auch mitnehmen. Dann habe ich hier alle Speicherkarten, die ich besitze. Bei denen schaue ich übrigens, dass ich die vorher alle formatiere, also dass da überall nichts drauf ist, damit ich ganz viel drauf bekomme. Und für meine Spiegelreflexkamera ein Ladegerät. Genau. Und als Stativ nehme ich hier diesen Tripod mit. Den kann man um voll viele Sachen rummachen. Also den kann man an vielen Sachen befestigen, aber auch einfach hinstellen. Laura wird noch ein richtiges Stativ mitnehmen, damit wir dann halt auch vielleicht Fotos machen können mit Selbstauslöser und so. Also ich denke, da wird schon richtig was Cooles bei rauskommen. Jetzt fertig gepackt aus. Er ist ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass das mit dem Gewicht hinhaut bei der Kontrolle. Aber ich kann hier halt seitlich einfach mein Stativ und meine GoPro außen dran machen. Und dann brauche ich innen nicht so viel Platz. So, und jetzt probieren wir mal, wie ich aussehe, wenn ich mit dem ganzen Gepäck mit beiden Rucksäcken rumlaufe. Oh mein Gott. Es muss halt klappen, irgendwie. Und der hier vorne rum. Oh Gott.
Mama, ich flieg nach Hawaii. Ich freue mich. Ich glaube, man sieht's. Ja, Leute, das war dann auch schon wieder alles, was ich in meinem Handgepäck mitnehme. Wie schon gesagt, könnt ihr, falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, wo ich euch zeige, was ich in meinem Hauptrucksack drin habe, könnt ihr das noch anschauen. Ich verlinke es euch unten in der Infobox und oben beim i. Und ja, ich glaube, ich habe alles dabei. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, könnt ihr das natürlich ergänzen unten in den Kommentaren. Bringt mir zwar nichts mehr, weil ich wahrscheinlich schon unterwegs bin, wenn ihr dieses Video seht. Aber halt für jeden anderen, der dieses Video anschaut, ist vielleicht noch nützlich. Oder für mich für die nächste Reise. Ja, das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video.